Im heutigen Tagtäglich habe ich endlich offensichtlich eine Lösung meines Frisurproblems gefunden, das mich seit mehreren Wochen schon plagt. Wir haben fantastische Themen und wir haben die lustigsten YouTube-Kommentare der Welt. Das alles gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist GigaTech, ich bin Armin, der irre Igel und das ist Tagtäglich vom 11.07. Wer sich wundert, warum ich das hier aufhabe, Stammzuschauer wissen das, ich rege mich seit mehreren Tagen über meine verlorene Zuschauerwette auf, nach der ich mir die Haare wachsen lassen muss. Das sieht richtig bekackt aus, meine Frisur inzwischen. Und um das zumindest hier vor der Kamera zu umgehen, werde ich ab jetzt im Tagtäglich immer eine andere Kopfbedeckung tragen. Und heute kam mir eben diese Sonic the Hedgehog oder Sonic der irre Igel, wie das auf Deutsch heißt, wie ich gerade erfahren habe, fiel mir in die Hände und die habe ich jetzt aufgesetzt. Und ich werde aber die nächsten Tage immer mal variieren und immer mal eine andere Kopfbedeckung tragen. Fangt jetzt bitte nicht an, in den Kommentaren mir irgendwelche idiotischen Kopfbedeckungen vorzuschlagen. Ich suche die selber aus. So viel zum Vorgeplänkel und dann steigen wir in die Themen ein und schauen zuerst ins Apple-Ressort, giga.de/Apple. Da haben wir jetzt den iMac 2017 getestet, der ja ein ganz toller, von außen erstaunlicher PC, ich glaube, schon Mac ist. Und ist auch ein PC, ja. Ne? Ist im weitesten Sinne auch ein PC. Und der Sebastian hat den auf drei Seiten so richtig auf Herz und Nieren getestet. Und ich schaue mal ganz kurz ins Fazit. Und er sagt, ein Wechsel vom Vorgänger auf das aktuelle Modell lohnt sich nicht. Das ist aber nur ein Teil des Fazits. Also er sagt da noch viele andere Sachen. Das heißt, wenn ihr keinen Vorgänger habt und euch das Ding trotzdem interessiert, könnt ihr euch den Artikel, den Test auf jeden Fall durchlesen. Und das Display ist sehr gelungen, lese ich hier auch. Also der Testbericht zum iMac 2017 auf giga.de/Apple. So, und dann schauen wir ins Android-Ressort. Da habe ich eine kuriose Meldung. Und zwar hat eine Studie das Reiseverhalten von iOS- und Android-Usern untersucht und ist zu ganz erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Auch völlig anders, als ich gedacht hätte. Und zwar reisen Android-User lieber nach Berlin. Also bei Android-Usern ist Berlin vor Hamburg und München auf Platz 1. Und bei iOS-Nutzern ist Hamburg auf Platz 1. Ich hoffe, die haben jetzt nicht nur letzte Woche gezählt, weil das würde die Ergebnisse wahrscheinlich etwas verzerren. Also Hamburg auf 1, Berlin auf 2 bei den iOS-Nutzern umgedreht. Dahinter auch München, Frankfurt. Dann ist Köln bei den iOS-Nutzern auf Platz 5 beliebter als bei den Android-Nutzern. Die fahren lieber nach Paris und dann erst nach Köln. Und dann kommen so Städte Stuttgart, Wien, Düsseldorf, Amsterdam. Naja. So, und was ich auch noch interessant fand, war, wie reisen die denn? Und jetzt hätte man ja eigentlich gedacht, dass iOS-Nutzer, die ja tendenziell wohlhabender tun, eigentlich eher so fliegen oder ja zumindest dann mehrheitlich mit der Bahn fahren. Nein, tatsächlich reisen 48% der iOS-Nutzer nur mit der Bahn, während 58% der Android-Nutzer mit der Bahn reisen. Dafür reisen aber 23% der iOS-Nutzer mit dem Bus. Im Gegensatz zu 16% unter den Android-Nutzern. Und unter Bus stelle ich mir jetzt so hier einen Bus vor. Und das ist ja eher so nicht so geiles Reisen, oder Frank? Reist du gerne mit so, bist du schon mal gereist mit so Bussen, die so billig sind? Ja, mit dem Berlin-Linienbus. Das da, wir dürfen doch keine Namen sagen. Es gibt auch Flixbus, ja. Es gibt auch Bahnen, ja. Flugzeuge. Da bist du schon mal mit gefahren. Und war das eine gute User Experience? Reichte das an die User Experience von iOS ran? Das ist lange her, vielleicht ist heute besser. Ja, also unfassbar schlecht, sagt Frank auch. Und deswegen irritierend, dass ausgerechnet die iOS-Nutzer zu 23% mit dem Bus fahren, während die Android-Nutzer das nur zu 16% tun und lieber Bahn fahren. Bei den Flügen, was ich gerade sagte, ist es ziemlich gleich. iOS-Nutzer 4% fliegen und 3% der Android-Nutzer fliegen. Die ganze Studie und ihre augenöffnenden Ergebnisse lest ihr auf giga.de/Android. Ja, die Studie ist Blödsinn. Wie alle Artikel auf giga.de. Totaler Quatsch, was da steht. So, und dann schauen wir ins Tech-Ressort, da wird es noch kurioser. Und zwar gibt es eine Geschichte, die geht gerade auch so ein bisschen viral. Da hat, und man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, ob das ein durchgeknallter Bot ist. Also irgendjemand bedruckt Handyhüllen mit absolut komischen Stockfotos und diese Handyhüllen landen auf Amazon. Also die kann man da kaufen und das sind wirklich absolut seltsame Fotos. Das geht los mit Klorollensammlungen, die dann auf dem Case drauf sind. Ein Mann, der Bauchschmerzen hat, eingewachsene Zehennägel. Also wirklich ganz, ganz kuriose Motive. Und die haben wir, da haben wir die neun schönsten.
10 Bekloppten, die 9. Die 9 schlechtesten, so rum. Die 9 schlechtesten dieser Motive haben wir mal in einer Bilderstrecke für euch zusammengestellt. Und die könnt ihr auf giga.de/tech anschauen. Frank, was willst du jetzt hier? Geht einfach weiter. Ich möchte ja ein Porträt. Frank macht jetzt ein Porträtfoto von mir. Ja, stell dich auf Zwischenkamera und mich. So, das im giga.de/tech und dann schauen wir natürlich nochmal auf den Amazon Prime Day, der ja gestern Abend schon gestartet ist, heute aber so richtig tobt. Und Monika hat ihren Deal-Artikel von gestern entsprechend upgedatet. Das heißt, wenn ihr da heute nochmal reinschaut, wir verlinken den natürlich auch unten wieder, dann seid ihr up to date, was die tollsten Angebote heute am Prime Day für euch sind und wo ihr zuschaut. Oh, ich sehe aber wirklich, für Tinder, also ich sehe richtig, ja, kann ich mal auf Tinder einsetzen, ich sehe richtig schnell aus. Mir ist wahnsinnig warm auch unter dieser Mütze. Toll. Wo war ich? Prime Day. Also schaut nochmal in den Artikel rein, da sind die tollsten Angebote des heutigen Tages drin und da sind ein paar tolle Angebote dabei. Aber es gibt nämlich zusätzlich zum Prime Day, also heute ist wirklich der Tag des Einkaufens, auch noch das Saturn Technik Festival gerade. Also Saturn veranstaltet seinen eigenen Shopping Day und da sind ebenfalls tolle Angebote dabei. Zum Beispiel die Sony PlayStation 4 Pro mit 1 TB und Achtung, 4 Spielen für nur 399 Euro. Ich glaube, das korrespondierende Angebot auf Amazon im Prime Day ist PlayStation 4 Pro 1 TB mit 2 Spielen für 369 Euro. Also für 30 Euro mehr kriegt ihr bei Saturn 3 Spiele mehr. Horizon Zero Dawn ist bei beiden übrigens dabei. Und das Samsung Galaxy A5 2017 gibt es auch für günstige 299 Euro bei Saturn. Beide Deals findet ihr unter giga.de/deals und könnt da dann nochmal durchstöbern, was ihr euch heute Abend noch zulegen möchtet. So, das waren die Themen, wie gehabt. Und jetzt, in der kurzen Zeit, in der ich den Tag täglich moderiert habe, habe ich 15 E-Mails bekommen schon wieder. Muss ich alle noch beantworten nachher. So, und jetzt schauen wir mal in die Kommentare unter dem gestrigen Tag täglich. Da ist gut, dass Frank gerade hier ist, weil es geht um Erklärung zu dem Be Quiet-Netzteil. Ich habe ja in deiner Abwesenheit am letzten Freitag erklärt, dass Be Quiet-Netzteil, ich habe ja nicht gesagt, dass die billig sind, also dass sie scheiße sind. Ich habe nur gesagt, bei den Komponenten 1080 GTX und Core i7700K könnte man auch zu einem teureren Netzteil greifen. Jetzt kam hier, weiß ich nicht, ob das Mitarbeiter von Be Quiet sind, haben sich furchtbar aufgeregt darüber, dass ich Be Quiet jetzt hier schlecht gemacht habe. Habe ich ja nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es Schrottnetzteile sind. Be Quiet sind sehr gute Netzteile. Aber da geht schon noch mehr, oder? Man kann auch teurere Netzteile als Be Quiet kaufen. Sag doch mal, drop doch mal ein paar Namen. Be Quiet ist die Marke. Ja. Aber Be Quiet stellt natürlich auch Netzteile unterschiedlicher Preisklassen vor. Ja, das meinte ich. Also tolle Netzteile, die Be Quiet da macht. Es gibt auch noch Enermax. Aber halt die teuersten, bitte kaufen. Es gibt auch noch Seasonic. Gut, das reicht jetzt. Also die Be Quiet oberen können jetzt, glaube ich, zufrieden sein. Super Netzteile von Be Quiet. Ich wollte in keinster Weise diese Firma und ihre großartigen Produkte diskreditieren. Dann habe ich einen tollen Kommentar gefunden dazu, dass wir letzte Woche Mittwoch, Donnerstag kein Tag täglich hatten. Dann wir den Vorschlag bekommen haben, wir sollen den Tag täglich statt Tag täglich doch Tech, wir machen die Scheiße, wenn wir Bock haben, nennen. Fand ich eine gute Idee. Und jetzt hat sich aber noch mal zu dem Ausfall letzte Woche der Michael geäußert mit folgendem Kommentar. Ich habe letzte Woche nicht gemerkt, dass Mittwoch und Donnerstag kein Tech täglich war, da ich beruflich in Tschechien gewesen bin und die beiden Tage Feiertage waren. Okay. Das freut mich dann. Ja, wenigstens Michael hat jetzt nicht unter dem Ausfall gelitten. Ja. Und dann... Ben, kannst du vielleicht wirklich mal das Intro zum Tech täglich... Ja? Ja, gut. Hatten wir gestern schon. Stand gestern schon quer drüber. Wir machen die Scheiße, wenn wir Lust haben. So, und als Abschlusskommentar noch den Kommentar von Cosmic Space 2009. Ich hatte gestern so doppelwandige Gläser bestellt und habe dann eins hier tatsächlich im Tag täglich auch zum Kaffeetrinken genutzt. Das sind doch eher Kelche, oder? Nein, das sind schon so kleine Gläser. Und da hat hier Cosmic Space 2009 geschrieben, darf es ruhig sagen, dass es Bodumgläser sind. Nein, es sind keine Bodumgläser gewesen. Es ist eine andere Firma gewesen. Wie heißt sie denn? Schott, Zwiebel, Schott oder sowas? Zwiebel, Schott? Keine Ahnung. Also irgendwas mit Schott und irgendwas, was so ähnlich klingt wie Zwiebel. Also sind es nicht, aber er schreibt hier noch, die sind sensationell, da sie nicht heiß werden und unten ein Ventil für den Druckausgleich haben. Nee, meine haben kein Ventil für den Druckausgleich. Sind im Übrigen auch sehr stabil. Mir ist eins auf den Steinboden gefallen, Sturzhöhe ca. 1,30 Meter, sprang umher wie ein Plastikbecher und hat keinen Kratzer abbekommen. Probiere ich mit meinen jetzt nicht, die sind hier nicht von Bodum. Ja, da könnte Samsung sich vielleicht mal für sein nächstes Smartphone generieren. Ja, Displayglas von Bodum, das wäre statt Gorilla Glas einfach mal Bodum Displayglas. Ja, so doppelwandig, das wäre doch was. Mit diesem frommen Wunsch oder dieser Empfehlung vielmehr an Samsung verabschieden sich Sonic der irre Igel und Frank der starke Ritter aus diesem Taktik. Das müssen wir bitte rausschneiden. Aus diesem Taktik, schönen Feierabend, bis dann, tschüss.
Wieso Tails hat doch drei Spiele? Dieser Tag-Täglich verkommt immer mehr zur reinen Spaßveranstaltung hier. Hat überhaupt gar keinen Mehrwert mehr. Ich muss das mal, ich sehe sonst nichts hier, ich muss das hochklappen. Das ist Berlin, das ist GigaTech, ich bin Amir, der... Okay, nochmal.